Home-Taste draufdrücken, dann seht ihr die Übersicht, Thema Fahren, Navigationsgerät, wie viel Fahrzeit das ihr gemacht hat, wie viel Strecke. Ihr seht auch, wie viele Kilometer es noch sind, bis zum Gehen. Tanken, habt ihr dort drauf. Da habt ihr verschiedene Anzeigen, die ihr drinnen könnt scrollen mit abtanken, ab wenn ihr das Fahrzeug übernommen habt. Ihr seht, der Fahrzeugstatus ist grünes Gutzeichen, das heisst, alles ist in Ordnung vom Fahrzeug. Auch Reifendruck gibt ihr nicht mehr. Gehen wir auf die andere Seite, hier die Anzeige. Dann seht ihr, wie einmal zum Ende der Radio ist ausgeschaltet. Dann kann ich hier wieder ein- und ausschalten von Lautstärke. Die Navigation ist die Sprache auch ausgeschaltet. Ich sehe hier TP, das heisst Verkehrsdurchsage. Ich könnte anwählen, dass ich die möchte. Ich kann hier die Lautstärke von den einzelnen Klängen einstellen, wenn ich das möchte. Das heisst, ich kann hier verstellen, wo ich das gerne hätte. Und wieder für zurück Home-Taste drücken, dann kommt ihr auf die Übersicht. Wenn ihr das Fahrzeug zurückgeben könnt, dann könnt ihr hier von den Favoriten auf das Häuschen mit Pfeili drücken, das anwählen, dann tut es noch automatisch die Adresse von Buri-Rein 56, dort wo ihr das Fahrzeug übernommen habt, wieder eingeben, dass ihr den Heimweg in dem Sinne findet, zum Fahrzeug zurückzugeben. Dass das klappt, wenn wir starten zurück, dann können wir das sagen als direkte Zielführung, weil ich vorab noch ein anderes Ziel hatte. Und dann seht ihr, dass das Ziel das Fähnchen da tut. Aufleuchten in dem Sinn, wenn ihr jetzt hier im Display alles rumgefahren seid, weil ihr etwas anderes gesucht habt oder gescrollt habt, dass ihr wieder an die Fahrroute herkommt, könnt ihr hier die Lupe mit dem A drinnen oder Karte drücken, Touch noch einmal berühren, es nicht geht, drauf drücken und dann tut es noch wieder dorthin scrollen, wo ihr momentan seid.